Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Lars Reiter und wir sind in Folge 330 von Simotrans. Ja, die Tante Mimi hatte mir geschrieben, dass ich hier hingehen muss. Dann gehe ich hier runter mal gerade. Und dann nehme ich hier das Tunnelwerkzeug. 210. Und dann kann ich das hier so rüberziehen und dann kann ich im Erdreich auch weitere Gleise bauen. Ne? So sieht es doch gut aus, oder? Danke, Tante Mimi. Und jetzt müssen wir wieder hier hin, weil hier gibt es den Bahnsteig. Der da. Und dann können wir den da lang ziehen noch. Dann haben wir hier unten noch einen mehr. Und Oberleitungen sind noch gefragt. Da müssen wir auch noch ziehen. Haben wir jetzt. Ich glaube, ist angeschlossen, oder? Ich glaube, wir haben da andere auf dem anderen Gleis, ne? Egal, lassen wir so. Wir können das hier wegreißen, aber ach, lassen wir, sieht schon okay aus. Wegen Lüftungsmaßnahmen und sowas, ne? Okay, nee, der war jetzt nicht. Doch, ich könnte mit Position 1 einen höher. Aber jetzt sieht das, glaube ich, mit den Brücken nicht so schön aus, ne? Ja, genau, deswegen gehen wir nochmal da rein und ich schalte das wieder zurück hier. Dann sind die Brücken auch schick, ne? Und dann würde ich sagen, da wir das jetzt im Keller schon gemacht haben, machen wir jetzt erstmal das Intro und gucken dann weiter, was wir als nächstes machen, ne? Bis gleich. So, dann sind wir wieder hier. Die Brücke ist jetzt wieder ganz zu sehen, wie ihr seht. Ja, dann haben wir das hier fertig. Der Bahnhof sollte soweit funktionieren. Haben wir alles ausprobiert, glaube ich. Das ist eigentlich alles egal, wie es da ist. Jetzt hatten wir den hier schon fertig. Ja, den haben wir schon gemacht. Das bedeutet, jetzt können wir hier den hier noch machen. Und da ist meine Idee, da auch ja einen Sackbahnhof rauszumachen. Wir machen hier das Einfahrtsgleis hin. Jetzt habe ich nicht erzählt, wie viel das sind. Einer müssen wir lassen, weil da kommen die Signale hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Also nicht verzählt. Warte, das steht ja auch dran, dass es 15 sind. Jetzt ist Länge 15. Kann man auch gucken, ne, dass man das sieht. So, 15 ist das. Dann machen wir 16. Dann machen wir 2 nach hier und dann wieder zurück. Das gleiche passiert hier. Jetzt brauchen wir das Gleis. Wir haben noch kein Personengleis. Machen wir doch hier mal ein Personengleis hin. Was ist das hier? Personen und Post. Gibt es dann hier. Muss ich einmal so machen wegen, ne? Den Bahnhof mitnehmen. Den ersten kann ich jetzt wegreißen wieder. Und den, den ich für falsch gesetzt habe, natürlich auch. Der kommt weg. Jetzt kommt noch ein Gütergleis, Güterbahnsteig daneben. Und das passt dann auch. Jetzt haben wir einen großen Bahnhof. So, jetzt müssten wir nur da was wegreißen und dann die 210 wieder rausholen. Wo sind sie? Da. Einfädeln, einfädeln, einfädeln. Und hier müssen wir natürlich auch die Oberleitung noch setzen. Dann haben die Züge auch Strom und können da rein und raus fahren. Passt. Und jetzt noch die Signale gesetzt. Und zwar da. Und da. So, fertig. Jetzt können wir die Bahnsteige hier alles komplett wegreißen. Der ist da zum Glück durchgefahren. Jetzt weiß ich nur nicht, ob der das da sofort rausnimmt, ne? Jetzt müssten wir natürlich schauen. Irgendwo haben wir jetzt tote Wegpunkte wahrscheinlich, oder? Hm, das war jetzt nicht so geschickt, das alles wegzureißen. Dieses Signal kann auch gleich schon wieder weg, weil das ist das Falsche. Da muss nämlich das hin. So passt es. Und jetzt fehlt uns natürlich hier, aber Verbindungen stehen ja auch hier noch, ne? Genau, sehr gut. Straße, Straßenbahn. Ja,
Da die Haltepunkte hier liegen irgendwo, haben wir da jetzt Quatsch gemacht, ne? Na, das war jetzt nicht so toll. Güterzug Obst hält er hier an. Freier Wegpunkt ist da. Muss jetzt hier hin. 9010, war das jetzt der da oder der da? Das heißt, der kann rausgelöscht werden. Und der fährt jetzt dahin. Also müssen wir den freien Wegpunkt da natürlich noch finden. Der ist natürlich auch falsch. Gut, dass wir darüber gesprochen haben, ne? Und zwar muss dann einfach da hinzufügen, glaube, und den können wir rauslöschen. Jetzt müsste das Obst wieder richtig transportiert werden, ne? Ich glaube, gab es da eine 100% Beladung? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, so ein Shit. Ja, lass mal erstmal so. Und den gucken wir uns gleich mal an, was der jetzt so macht. Das machen wir jetzt mal zu. Wo fährt er jetzt lang? Ich hoffe hier. Müsste er ja eigentlich, ja, macht er auch. Der könnte natürlich länger sein. Und fährt jetzt wahrscheinlich auch wieder Obst, das er vielleicht letztens nicht gefahren hat, ne? So. Da ist auch eine Linie und die hat auch einen freien Wegpunkt. Und der liegt da, ne? Nee, wo ist der? Ah, der ist da. Das heißt, wir machen einfach den dahin und löschen den da raus. Gut, sehr gut. Und er hier wartet. Schon ein Stück rausgefahren, ne? Fährt jetzt nicht weiter oder was? Also weil vielleicht noch Strecke besetzt ist, oder? Ah, jetzt fährt er weiter. Hier dieses Signal müssen wir ändern. Das muss so eins werden. Geht das überhaupt? Nein, da müssen wir es erst rauslöschen. Und dann normales Signal dahin machen. Dann passt das erstmal. Hier haben wir jetzt das Gleissignal, ja. Auf der linken Seite ist das natürlich ähnlich. Und das andere muss weg. So passt es. So, jetzt ist nur die Frage, welche Züge fahren hier lang? Ja, das hat gut geklappt. Welche Züge fahren hier lang? Ne? Diese auf jeden Fall nicht mehr. Okay, hier sieht es so aus, als ob wir da irgendwas mit der Oberleitung falsch gemacht haben, ne? Jetzt passt's. Ah, hier ist irgendwas auch falsch. Das bedeutet, wir stellen mal kurz hier ein Signal auf. So. Und hier bauen wir das Signal dann so rum hin. Jetzt sollte das passend sein. Ja. Da muss das auch so, sonst fährt der nämlich, fahren die nicht hier die Schleife. Und jetzt fährt er die Schleife so, aber ach, das ist schon alles okay, denke ich mal. Ja, warte mal, da schnellstens die Lupe geholt, weil der hier hat auch gerade eine falsche Linie. Falschen Haltepunkt. Linie ändern. Freier Wegpunkt ist da. Einfügen. Da. Löschen. Da. Und auf dem Rückweg ist er da. Einfügen. Da und löschen da.
So, dann passt das auch hier. Wo fährt er denn jetzt? Ah, er ist im Untergrund gelandet. Alles klar. Haben wir erst. Ja, okay. Der ist schon richtig. Was mit ihm hier? Hat er auch freie Wegpunkte? Nee, der ist jetzt verkehrt, oder? Ach so, da sind mehrere drauf. Okay, das haben wir aber geändert. Was mit ihm hier? Der hat da keinen Halt gehabt, das ist gut. Dann passt das erstmal. Okay, was haben wir jetzt hier für ein Ding? Achso, das waren die Linien, die wir hier hatten, die wir leider nicht frühzeitig geschaut haben, wo hier ein Halt ist, ne? So. Der Obstzug fährt da ja, leer durch die Gegend. Den müssten wir nochmal nachher angucken, ob der irgendwann doch was hat. So, jetzt wäre schön zu wissen. Simotron-Spieler Richtung. Das wollte ich eigentlich. Stand hier nicht früher mal so, weil die Linien da vorbeikommen? Findet keinen Weg mehr. Wo ist denn sein Weg? Hadexen Stahlwerk alt. Da müssen wir mal gucken, wo das ist hier. Mach das mal gerade weg. Das war der, der keinen Weg mehr findet. Ne? Genau, dann mach das auch mal gerade weg. Warum findet er keinen Weg mehr? Der Halt ist da. Der Halt ist da. Was ist schiefgelaufen? Der soll hier rausfahren. Also rein hat er ja gefunden, ne? Wieso findet er nicht raus? Andere finden doch da auch raus, oder? Hier ist auch kein Signal, oder? Nee. Doch, da ist was. Kann das sein? Okay. Bin mir jetzt nicht sicher. Jetzt findet er wieder einen Weg. Da stand doch so ein Durchfahrtssperrsignal. Kann das sein? Warte mal. Hier ist auch noch irgendwas. Wo steht das? Das stand da, okay. Fährt er jetzt? Ja, er fährt jetzt. Hat wieder geklappt. Gut, den Fehler haben wir auch gefunden. Das lassen wir mal alles so, das ist erstmal gut. Ist hier noch sowas? Ich hoffe nicht, ne? Ich glaube, das ist schon da richtig, ja. Okay, das haben wir. Hier haben wir es jetzt auch soweit. Jetzt weiß ich nur nicht. Ach, hier waren im letzten Monat vorbeifahrende Fahrzeuge, die sehen wir. Wo da jetzt ein Haltepunkt ist oder nicht, sehen wir hier leider nicht. Und das ist jetzt nicht ganz so toll, weil das bedeutet, wir müssen hier mal den Zug aufrufen. Und dann musst du hier immer reingucken, ne? Da ist nix. Das ist nichts. Hier gibt es einen freien Wegpunkt. Döbelnwaldweg. Wo ist der? Der ist da. Aber der freie Wegpunkt ist wegen Sondergleis. Also, damit er da richtig lang fährt. Döbelnland. Hat
auch einen freien Wegpunkt. Wo ist der? Das ist auch ein Sondergleis. Und das auch. Das bleibt so. Hier ist alles gut. Hier ist gut. Ich gucke jetzt alle durch. Ich gucke jetzt nicht. Ich könnte natürlich auch nach dem Namen gucken, wo das sein könnte. Kohlemine Kernkraftwerk, Kohlekraftwerk könnte natürlich auch anders sein, aber vielleicht ist ja irgendwo trotzdem noch was falsch mal gelaufen und das fällt mir dann jetzt auf. So wie hier. So, der freie Wegpunkt ist da. Kriegt einfach den dahin und der wird einfach gelöscht. Passt das wieder? Obst haben wir schon geändert, glaube ich. Passt. Da müsste man gucken, wo ist das Obst? Das Obst ist, glaube ich, hier, ne? Das war doch hier der Obsthof, ne? Ich glaube ja. Also beim Stahlwerk müsste es eigentlich 100% sein, meines Erachtens. Machen wir mal lieber. Weil der fährt sonst hin und her und Kosten werden nur verursacht, oder? Hier ist alles gut. Da gibt es einen freien Wegpunkt. Wo ist der? Der liegt da. Das heißt, da müssen wir was einfügen. Und zwar den. Wir können dann den freien Wegpunkt rauslöschen. Dann ist das auch wieder in Ordnung. Hier ist Sand. Passt. Stahl. Passt. 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 Also keine freien Wegpunkte. Ob das passt, ist immer eine andere Frage, ne? Das sieht auch gut aus. Getreide, Haarwechsen, Döbeln. Das ist auch okay. Holz. Auch gut. Stahlwerk, West, passt. Kohle Süd, auch gut. Kohlezeche Südwest, Ost. Stahlwerk Ost war das natürlich. Auch okay. Mühle Bäckerei. Okay, die ist aber veraltet, die Linie. Da ist kein freier Wegpunkt bei, also auch gut. Auch gut. Okay, wir sind schon auf dem letzten Stück. Auch gut. Passt. Schrottstahlwerk zu Stahlwerk, da haben wir einen freien Wegpunkt. Der muss umgesetzt werden und zwar fahr mal da rein. Und löscht den freien Wegpunkt raus. Passt dann wieder. Stahl, ja, da könnte was sein. Nee, ist aber nicht. Stück gut. Hat auch freie Wegpunkte. Der ist da. Da müssen wir da ein Einfügen machen. Dann kommt der dahin. Dann kommt der weg. Und der ist wo? Ist auch da. Machen wir da auch ein Einfügen, der kommt dahin und dann löschen wir das raus. Die Linie ist auch repariert. Tierfutter, Döbeln, der fährt hier bestimmt nicht lang. Haben wir auch weg. Vier Städte Express. Hat hier keinen Haltepunkt, okay. Öl wird wahrscheinlich auch nicht hier sein. Die Raffinerie, Ölhafen ist hier auch nicht. So, haben wir das erstmal. Nächstes Mal müssen wir erst Wegpunkte gucken und dann die ändern, ne, bevor wir das abreißen. Dann macht das keinen Sinn. Okay, dann würde ich aber sagen, soll es für die Folge erst wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Guck mal, der hat auch Ware. Toll, ne?